Halloween steht vor der Tür. Jetzt nicht. Gott, war der schlecht. Und deswegen haben wir euch zwei Geschichten von mysteriösen Wesen rausgekramt, die die Essenz dieser mysteriösen Wesen einpacken in Grusel und Dank. Denn eventuell haben wir sie ein bisschen angepasst. Beide Geschichten beruhen auf total wahren Begebenheiten, die total wahr sind und echt. Denn schließlich gibt's Text dazu. Und das macht's erst recht gruselig. Die erste Geschichte stammt aus dem Subreddit Creepy Encounters. Und auch wenn es so klingt, geht es hier nicht um mystische Geschichten, sondern um tatsächliche Erlebnisse von Menschen, die sie fast gekidnappt wurden oder einem Serienkiller entkommen sind. Doch bei dieser Geschichte stellt sich die Frage, ob hier jemand wirklich noch einem Menschen begegnet ist. Wie gesagt, die Geschichte ist leicht angepasst. Aber legen wir los. Creepy, Creepypasta, Spooky Spaghetti, yay. Ich bin Jäger und am liebsten jage ich Milfs. Für alle, die es nicht wissen, wilde Milfs sind ein großes Problem in den USA. Milfs. Ein Rudel Milfs besteht aus 10 oder mehr Mitgliedern, die meistens Sektflaschen klirrend 90er Popsongs aus ihren Handys plärren und alles und jeden auf den Weg vernaschen. Kein Wunder, dass es für sie buchstäblich keine Einschränkung für die Jagd gibt. Bei anderen Sexpredatoren wie dem Bildredakteur oder dem katholischen Priester gibt es jedoch Einschränkungen. Zeitliche, wie halt auch, dass man bestimmtes Equipment nicht benutzen kann, wie zum Beispiel Nacht- und Wärmevisiere. Doch genau so eins habe ich mir gekauft. Ich hatte eine schwere Zeit, meiner Frau zu erklären, warum ich ein Visier brauche, was buchstäblich doppelt so viel kostet wie mein Gewehr, um Milfs zu jagen. Aber nach langem Sparen habe ich mir dann eins geholt. Ich kannte ein Gebiet, das bekannt war für seine Milf-Aktivitäten. Perfekt, um ein neues Spielzeug auszuprobieren. Es war einfach, mit meinen Bangbus zu erreichen und einen Platz zu finden, wo ich eine große Fläche überschauen konnte. Es passierte erst nicht viel. Ich probierte mein neues Spielzeug aus und sah eine Gruppe katholischer Priester, die einem kleinen Jungen hinterherrannten. Jedoch, wie schon erwähnt, durfte ich sie nicht mit meinem Equipment jagen. Tut mir leid, Kleiner. Da ich keine Milfs fand, zog ich zu einem weiteren Spot, wo ich noch mehr überschauen konnte. Komischerweise waren hier gar keine Aktivitäten. Warum war dieses Stück Land, bekannt für wilde Milf-Swinger-Aktionen am Tag, so tot in der Nacht? Ich liebe diesen Knopf. Es war mittlerweile 2 Uhr morgens und ich dachte darüber nach, einzupacken und nach Hause zu fahren, als ich etwas aus der Richtung hörte, wo ich herkam. Ich drehte mich um und durch mein Visier sah ich die Silhouette eines Bären, der durch die Büsche huschte. Ich zoomte mit dem Visier etwas ran und schreckte etwas auf, als ich sah, dass es kein Bär war, sondern ein Mann, der durch die Büsche kroch. War es vielleicht ein Milfhüter? Nein, das kann nicht sein. Ich hätte die Lichter seines Trucks aus der Ferne sehen müssen. Aber von wo kam dieser Mann zu Fuß her? Wir waren 50 Kilometer rein ins Nirgendwo. Ich wollte etwas zurufen, als ich nochmal genauer hinsah und bemerkte, dieser Mann war nackt, hatte keine Hose an, keine Schuhe, nichts. Aber noch mehr irritierte mich, er bewegte sich wie ein Tier, schnüffelte durchs Laub und roch intensiv an einem Baum. War das der Baum, wo ich vorhin mein Geschäft vollrichtete? Ich bekam Angst. Er schnüffelte er. Mich? Was dann geschah, bereitet mir immer noch Albträume. Er hockte sich wie ein Hund, der den Mond anheult, hin und ich hörte eine Stimme. Eine sehr überzeugende, weibliche Stimme. Stepbro, bitte hilf mir! Es folgte eine lange Pause. Keiner von uns beiden zuckte auch nur mit einem Muskel. Ich visierte ihn nicht mit meinem Visier direkt an, da es gegen meine Prinzipien verstieß, mit einem Gewehr direkt auf eine Person zu zielen. Aber was zur Hölle war das? War da jemand verloren im Wald? Ein Einsiedler, der verrückt geworden ist? Aber warum zur Hölle ist seine Stimme so weiblich? Stepbro, ich stecke fest, Stepbro! Ich kann mich nicht bewegen, Stepbro! Bitte hilf mir, Stepbro! Schallte es durch die Nacht. Irgendwas stimmte nicht. Nicht nur, dass diese Person ganz klar sich bewegen konnte, sie konnte es auch so gut, dass ich sie mit einem Bären verwechselte. Es war eine Falle. Der Typ wollte mich herlocken. Für was auch immer. Glücklicherweise hatte ich mein meistes Equipment schon eingepackt. Ich ließ ein paar Kleinigkeiten zurück, aber das war mir in diesem Moment recht egal. Ich ließ die Gestalt für einen Augenblick aus den Augen, um mein Zeug zu greifen. Und als ich wieder hinsah, saß sie immer noch in derselben Position und starrte in meine Richtung. Ich hätte schwören können, ein Lächeln zu erkennen. Hat er gehört, wie ich mein Zeug zusammenpackte? Es war eigentlich mindestens über 100 Meter entfernt. Verpiss dich! Ich hab keine Stepsis! Rief ich ihn entgegen. Da stand er auf und es traf mich wie ein Stein. Er war über 1,80 groß und komplett abgemagert. Plötzlich hechte es in meine Richtung und ich ballerte instinktiv ein paar Kugeln in die Baumkronen, um ihn zu warnen. Er war freaky as fuck, aber letztendlich war er bisher keine echte Bedrohung. Was würde ich der Polizei erzählen? Ich war noch nicht bereit dafür, jemanden zu erschießen. Er stoppte
und hockte sich auf allen Vieren ins Gebüsch. Die nächsten werden dich auf die ungeile Art penetrieren, rief ich ihm entgegen. Er hockte weiter still auf allen Vieren und diesmal hatte ich mein Visier direkt auf ihn gerichtet. Seine Augen schauten knapp über den Gras hervor, wie bei einer Wildkatze. Mein ganzer Körper zitterte und ich versuchte, ihn etwas unter Kontrolle zu bringen. Mir war klar, dass er meine Angst im letzten Ruf gehört haben musste. Für eine Minute starrten wir uns gegenseitig an, aber es kam mir wie eine Ewigkeit vor. Plötzlich schoss er los und verschwand in den Bäumen links von ihm. So schnell, dass ich ihn kaum im Visier halten konnte. So viel zu: Ich kann mich nicht bewegen, Step Bro. Ich schoss nochmal in die Baumkrone in seiner Richtung, bis mein Magazin leer war. Ich wollte ein neues einfügen, aber ich habe so stark gezittert, dass ich es fallen ließ und einfach weiterrannte und es zurückließ. Ich war nicht weit weg von meinem Bangbus und wollte einfach nur noch weg. Ich hörte ihn noch in der Ferne, nicht klar, ob es ein Lachen, Kreischen oder Weinen war. Außer Atem kam ich bei meinem Bus an und schmiss mein Gewehr auf den Beifahrersitz und bretterte davon. Für lange Zeit erzählte ich die Geschichte so, dass ich auf einen Crack-Süchtigen traf, der in der Wildnis lebte. Ich berichtete es den örtlichen Behörden, die haben mich aber nur ausgeschimpft, warum zum Fick ich alleine nachts jagen gehe. Erst Jahre später erzählte mir mein Neffe von Wendigos und Skinwalkern. Uralte Legenden der Ureinwohnern, von ehemaligen Menschen, humanoiden Wesen, die sich von Menschen ernähren oder so. Was auch immer ich in dieser Nacht begegnet bin, eins ist sicher, Stiefgeschwister-Pornos waren nicht mehr dasselbe. Oh, oh, gruselig. Creepy as fuck. Tatsächlich beschreibt diese Geschichte wohl einen Skinwalker, Hexer der Ureinwohner, die sich in Tiere verwandeln können, sich aber komplett dem Bösen hingegeben haben und jetzt halt Menschen jagen. Wenn ihr mal in den USA wandern seid und etwas Tierähnliches seht, was euch dann mit einer merkwürdigen menschlichen Stimme anlocken will, hab lieber eine Stepmom dabei. Ich meine, eine Schrotflinte. Und wir bleiben direkt bei Horrorgeschichten von amerikanischen Ureinwohnern. Und diese Geschichte trägt den unglaublich gruseligen Namen der Mottenmann. True Story. Wir schreiben das Jahr 1966 in der Stadt Punkt Angenehm im Bundesstaat Westjungfräule, USA. Es war eine kleine, friedliche Stadt. Amerikaner hatten viel Platz für ihre Häuser aus Pappe, die aufgebaut wurden von Minderheiten ohne Rechte. Ein Traum von Amerika. Ein Traum von Freiheit. Es war die Nacht zum 15. November, als die zwei Ehepaare, Roger und Lindner Narbenbeere, sowie Steve und Mary Aktentasche, auf einer einsamen Straße durch das TNT-Gebiet fuhren. Und das heißt wirklich TNT-Gebiet, das habe ich mir nicht ausgedacht. Es war eine kalte, klare Nacht, während die Pärchen durch die Dunkelheit fuhren und sich im Radio anhörten, warum studierende Frauen den Kommunismus bringen werden. Plötzlich erblickten sie etwas vor ihnen, eine furchterregende, menschlich wirkende Gestalt stand mitten auf der Straße. Aber was sie sahen, war kein Mensch. Die Gestalt war dunkel, hatte einen muskulös wirkenden 2 Meter großen Körper und hatte engelsähnliche Flügel auf den Rücken. Und obwohl das Wesen weder Arme noch einen Kopf hatte, wurden die beiden Ehepaare von 2 glühend roten, faustgroßen Augen angestarrt. Die Reifen quietschten, als sie eine Vollbremsung hinlegten und abrupt zum Stehen kamen. Es herrschte Stille, als sie das Monster anstarrten und das Monster sie anstarrte. Ich sehe ein Muster. Roger entschied sich auszusteigen und für das Monster gut sichtbar, sich mehrfach schnell hinzuhocken. Ein universales Zeichen, dass man im Frieden kommt. Jedoch erwiderte das Monster diese Geste nicht und verschwand im Dunkeln. Unhöflich. Roger stieg wieder ein und drückte auf das Gaspedal, so doll, dass er bös Aua bekam. Sie fuhren ganze 150 km/h, was für Amerikaner sehr, sehr, sehr schnell ist. Doch da tauchten die roten Augen wieder auf, diesmal aber hinter ihnen. Es gleitete durch die Lüfte und es kam immer näher, bis es schließlich über ihn gleitete. Immer wieder schlugen die riesigen Flügel an die Seiten des Autos, als sie Richtung Stadt bretterten. Und irgendwann knallten die Flügel nicht mehr gegens Auto, weil das Monster weg war. Einfach so. Gruselig. Sie fuhren zur Polizei und meldeten den Vorfall. Sie wurden alle getrennt voneinander befragt. Und trotzdem schilderten sie alle bis ins kleinste Detail den gleichen Vorfall. Jedoch konnte die Polizei nichts finden, was die Wahrheit bestätigte. Als jedoch die Zeitungen von dem Vorfall berichteten, wurden Polizei und Medien von Meldungen überschwemmt. Tausende, Millionen, Milliarden. In einer gerade mal 5000 Menschen großen Stadt. Es gab auch Sichtungen, die bereits vor dem Vorfall passiert sind. So haben 4 Friedhofswärter die riesige Gestalt fliegen sehen, dachten jedoch, es wäre nur eine echt fette Eule. Und so etablierte sich der Name, der in der Stadt immer noch gut bekannt ist und die Menschen erschaudern lässt. Der Mottenmann. Also wirklich, Mossman, Mottenmann. Gruselig. Fuck. Ja. Monatelang gab es immer wieder Sichtungen. Es flog durch die Wälder, es stand plötzlich auf Häusern oder gleitete über den Straßen. Aber
wirklich was passiert ist eigentlich nicht. Deswegen gab es immer mehr Theorien, was dieses Monster eigentlich wirklich ist. Ist es böse? Oder ist es vielleicht ein stiller Wächter? Oder ist es vielleicht ein Vorbote des Unheils? Bei den Ureinwohnern gibt es eine Legende von einem ähnlichen Wesen, das böses Unheil ankündigt. Stand den Menschen von Punkt angenehm etwas Abscheuliches bevor? Und tatsächlich, 13 Monate später, nach der ersten Sichtung, ist die 681 Meter lange Silberbrücke eingestürzt. 31 Fahrzeuge sind ins Wasser geplumpst und 46 Menschen gestorben. Hat der Mottenmann es vorhergesehen? Wollte er die Menschen warnen? Oder hat er selbst die Brücke zum Einstürzen gebracht? Das könnte jetzt eigentlich aus X-Faktor sein gerade, ne? Wollte er die Menschen warnen? Zwar hatten jahrelange Ermittlungen ergeben, dass der Grund des Einsturzes war, dass die Brücke von Amerikanern geplant, von Amerikanern gebaut und von Amerikanern gewartet wurde und es eigentlich nur eine verfickte Frage der Zeit war, bis diese Scheißbrücke einstürzt. Aber viele sahen einen anderen Grund. Einen Fluch. Genauer gesagt, der Fluch von Häuptling Maisstengel. Der Häuptling war ein berühmter Anführer der Shawnee und reiste mehrfach zu einem Militärstützpunkt nahe Punkt angenehm, um die Neutralität seines Volkes zu bewahren. 1777 wurde er, sowie sein Sohn, vom Kommandeur des Stützpunktes festgehalten und als ein Soldat von Unbekannten getötet wurde, rächten sie sich am Häuptling und seinem Sohn, sowie seinen Begleitern. Legenden nach soll er noch mit den letzten Atemzügen diesen Ort verflucht haben. Ich werde wiederkommen, in knapp 200 Jahren, aber als gruselige Motte und werde 13 Monate lang einfach durch die Gegend fliegen und Leute erschrecken, aber nichts wirklich machen und dann wird etwas Böses passieren. Soll er noch geflüstert haben? Sehr spezifisch, findet ihr nicht? Eine Weile nachdem die Brücke eingestürzt war und die Menschen echt viel Schiss vom Mottenmann hatten, entschied sich ein Amerikaner das zu machen, was Amerikaner echt gut können. Er hat drauf geschossen und er traf. Doch sie fanden keine Leiche eines riesigen Monsters, sondern nur eines Uhus. Die Sichtungen nahmen ab, bis es gar nicht mehr gesehen wurde. Erzählungen nach wurde es viele Jahre später an anderen Orten gesehen, wie Tschernobyl oder China. Aber war es wirklich ein Monster? Vielleicht war es auch nur ein Engel, der uns warnen wollte. Vielleicht war die ganze Stadt auch einfach betrunken. Vielleicht war es aber auch nur ein wirklich seltenes Tier, was ein bisschen stark mutiert ist. Und ziemlich heilbar. Aber die wichtigste Frage ist wohl, wenn es eine Motte war, warum haben sie da nicht einfach das Licht ausgemacht? Warum drückst du nie im richtigen Moment den Knopf? Motten mögen Licht. Es ist ein Rätsel, was die Stadt bis heute noch beschäftigt und sehr viel Merchandise verkauft. Und es gibt eine Statue. Da kann man Fotos machen. Das ist kostenlos. Aber es gibt sie. Es gibt sie. Das ist ein interessanter Fakt, dass es die wirklich gibt. Und ich meine, Menschen haben Sachen gesehen. Ich hoffe, ihr konntet euch an diesen denkigen Gruselgeschichten genauso erdenken und ergruseln, wie ich es tat. Und wenn ihr mehr Geschichten haben wollt, zum Beispiel von den wichtigsten Alien-Entführungen, dann schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns wieder. Oh Gott. Aber das wären wir auch so. Oh nein, gruselig. Happy Halloween, Leute. Happy Halloween und verkleidet euch schön, trinkt nicht zu viel. Sagen wir. Ja.